Heidschuster.de. Guten Tag, ich hatte heute den Gott sei bei uns, die Verkörperung des Bösen in der Version der großen Medien im Interview. Und ich hatte sehr gehofft, dass wir das Interview so durchkriegen, dass ich es auch auf meinem Hauptkanal hier zeigen kann. Aber es ist dann doch wieder so geworden, dass gewisse Szenen, gewisse Aussagen bei den Zensoren von YouTube, die ja auch das zensieren, was gar nicht zensiert werden darf, es darf überhaupt nicht zensiert werden, durchfallen. Drum habe ich mich entschlossen, jetzt hier nur einen kurzen Aufsager zu machen. Sie haben sich zum Beispiel über das Virus geäußert, über den Gehalt des Virus. Sagen Sie jetzt nichts Falsches, Herr Ballweg, bitte. Nein, ich sage gar nichts. Ich sage nur, ich lade alle ein, am 1.8.2021 nach Berlin zu kommen, zur großen Demonstration für die Grund- und für die Menschenrechte, sodass die Pandemie auch bald vorbei ist. Das haben Sie jetzt geschickt für eine kleine Reklameeinlage genutzt. Ist okay. In dem Interview, sehr spannend, es geht darum, ob Herr Ballweg die Pandemie für eine Verschwörung hält. Ich frage ihn, ob nicht die Luft raus ist bei dieser ganzen Bewegung. Und Herr Ballweg hat auch angekündigt, dass er die Berliner Demo, wenn auch in anderer Form, auch durchziehen will, wenn sie verboten ist. Er sagt aber, das sei kein Aufruf zum Gesetzesbruch. Habe ich Sie richtig wiedergegeben, Herr Ballweg? Ja, in Berlin ist es tatsächlich so, dass der Aufruf zu einer verbotenen Versammlung eine Ordnungswidrigkeit ist. Und dieses Risiko gehe ich ein. Also, wenn Sie die hören wollen, wie Herr Ballweg die Demo plant, wie er plant, mit einem möglichen Demonstrationsverbot umzugehen, wie er auf die Kritik an seiner Person reagiert und was er von der Beobachtung hält, dass ein bisschen die Luft raus ist bei den Protesten, der möge dieses Video auf meinem Kanal auf Rumble anschauen, zensurfrei, auf Odyssey zensurfrei, und wie immer bitte ich alle, die sich das ansehen hier, dass sie das auch hochladen. Ich gebe extra alle Rechte frei, Partisanentaktik, damit der Journalismus hier doch noch seinen Weg zum Leser findet, trotz der Zensur. Herr Ballweg, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, und ich frage mich manchmal, was würden Merkel und ihre treu ergebenen Medien denn eigentlich ohne Sie machen? Die brauchen Sie ja fast schon als Feindbild. Ja? Also früher war es Höcke, jetzt ist Michael Ballweg hier das Hauptfeindbild. Wie gehen Sie damit um? Also ich bin in meiner Herzensenergie. Ich sende auch jedem nochmal herzliche Grüße. Ich bleibe gelassen. Wir nehmen es hin. Das Leben ist, wie es ist gerade. Und von daher, wir sind entspannt, wir freuen uns auf das, was kommt, und wir halten durch. Ja, liebe Zuschauer, hoffentlich bleiben auch Sie entspannt, wenn Sie das Interview in gesamter Länge ansehen. Ich empfehle Ihnen es sehr. Danke nochmal, Herr Ballweg. Danke Ihnen alle fürs Zuschauen und vor allem dafür, dass Sie diesen Umweg auf sich nehmen. Aber ich will nicht den Hauptkanal jetzt wieder gesperrt haben, vor allem vor der Demonstration. Unter solchen Umständen leben wir in Deutschland im Jahr 2021, und so muss man als Journalist arbeiten. Alles Gute, danke, Grüße nach Stuttgart. Dankeschön. Heidschuster.de.